Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Nachdem unsere beiden Kanäle Hörspiele und Hörbücher Black Edition bzw. Blue Edition mittlerweile viele Fans gefunden haben, können wir euch mitteilen, dass es nun zwei weitere Editionen bzw. Kanäle gibt. Dies wären Hörspiele und Hörbücher Red Edition und die ebenfalls neue Green Edition. In diesen werdet ihr einen Genremix von Stücken finden, welche bisher in der Black Edition, deren Fokus auf Thrillern und Krimis liegt, und in der Blue Edition, wo fantasievolle Sci-Fi-Geschichten zu finden sind, leider keinen Platz gefunden haben. Wir würden uns freuen, wenn wir auch mit diesen beiden neuen Kanälen euren Geschmack treffen. Die Links zu unseren nun insgesamt vier Kanälen findet ihr im ersten angepinnten Kommentar. Nun aber genug der Vorrede und weiter mit dem nächsten Stück. Wir wünschen gute Unterhaltung. Randolph Malowski. Randolph Malowski. Melden Sie sich, Randolph Malowski. Bitte antworten Sie. Antworten Sie doch. Ich weiß, dass Sie mich hören. Malowski. Bleiben Sie stehen. Gehen Sie nicht weiter. Malowski, bitte antworten Sie. Kehren Sie um, Sie müssen die Insel sofort verlassen. So melden Sie sich doch. Schalten Sie Ihr Gerät nicht ab. Ich kann nichts mehr hören. Malowski! Wir bitten Sie dringend, Malowski. Melden Sie sich. Sprechen Sie mit uns. Und schalten Sie Ihr Gerät nicht aus. Wenn Sie weitergehen, Malowski, bitte hören Sie doch auf mich. Sie wissen ja nicht, in welcher Gefahr Sie sind. Sie wissen ja nichts. Dann sagt mir doch endlich, was ich nicht weiß. Ich werde Ihnen alles erklären, wenn Sie zurück sind. Gehen Sie jetzt sofort wieder in Ihr Tauchschiff. Laufen Sie den nächsten Hafen an. Wir lassen Sie dort abholen. Dann werde ich Ihnen alles erklären. Nein, ich will es jetzt wissen. Jetzt, hier. Bleiben Sie stehen! Nein, ich gehe jetzt in die Stadt. In die Stadt. Irgendwas. Das sieht so aus. Verdammt komisch sieht das aus. So von Weitem. Hören Sie auf mich. Verlassen Sie die Insel sofort. Wie kann ich eigentlich etwas verlassen, das es nicht mehr gibt? Professor. Denn Sie sind es doch, nicht wahr? Ja. Ich habe Ihre Stimme gleich erkannt. Wo sind Sie? Sehr weit von Ihnen entfernt. So weit, dass ich Ihnen nicht helfen kann. Wenn Sie jetzt nicht sofort umkehren. Ich will es jetzt wissen. Jetzt. Ich will wissen, was ich mit all dem hier zu tun habe. Ich weiß, dass wir Ihnen eine Erklärung schuldig sind. Diese Stadt, Professor, was zum Teufel ist hier los? Bleiben Sie! Der Hafen. Ein Hafen ohne ein einziges Schiff. Haben Sie sowas schon mal gesehen? Die Stadt ist... Sie ist unbewohnt. Verstehen Sie, das ist es. Sie können umkehren, wirklich. Also, ich weiß nicht. Was wissen Sie nicht? Ich meine, die Häuser. Irgendwas ist da... Ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll. Schauen Sie mal in südwestliche Richtung. Wie? Ja, von Ihrem augenblicklichen Standort aus gesehen. In südwestlicher Richtung. Woher wissen Sie denn so genau meinen Standort?
Sie können mich genau orten? Ich habe die Vorgänge auf der Insel unter Kontrolle. Nennen wir es so. Auf dieser Insel, die es doch gar nicht mehr gibt, Professor? In dieser Stadt, die es nicht mehr gibt, ja? Die doch nur noch ein riesiger, grässlicher Bombenkrater ist? Ein einziges strahlenverseuchtes Massengrab? Ich werde Ihnen alles in Ruhe erklären. Nur kehren Sie endlich um. Denken Sie nicht, dass ich mich so abspeisen lasse. So nicht. Denn das ist doch alles nicht wahr. Schauen Sie bitte in südwestliche Richtung. Sehen Sie doch das große, weiße, L-förmige Gebäude? Ja. Man kann doch vom Hafen aus den großen Vorplatz sehen. Ja, das kann man. Soweit ich sehen kann, liegen da nur ein paar Kisten herum. Irgendwas sieht aus wie ein umgekipptes Fahrzeug. Ja, so etwas könnte es sein. Professor, hören Sie das? Glocken. Glocken, Professor. Das ist nichts von Bedeutung. Die Kirchenglocken haben sich wahrscheinlich gelockert. Der Wind bewegt sie, das ist alles. Das sollte ich mir aber doch mal ansehen. Sie werden nichts finden. Deswegen habe ich Sie auf diese Fabrik aufmerksam gemacht, die Sie vom Hafen aus sehen können. Es war eine Fischkonservenfabrik mit einer Riesenproduktion. Sozusagen der Lebensnerv der Inselstadt mit großen unterirdischen Kühlhäusern. Haupteinnahmequelle der Bevölkerung. Sie können es doch genau sehen. Die Glocken läuten immer weiter. Das bedeutet nichts. Sie sehen es doch. Wenn in dieser Fabrik noch gearbeitet würde, dann müssten Sie doch eine rege Tätigkeit beobachten können. Menschen, Fahrzeuge. Aber Sie sehen doch, es ist niemand mehr da. Die Stadt ist unbewohnt. Die Glocken. Professor. Auf einmal ist es still. Die Stadt ist tot. Kehren Sie um. Und das hier, Professor? Was? Wovon sprechen Sie? Von den Schuhen. Ein paar Kinderschuhe hier auf der Kaimauer. Und hier. Hier sind vor gar nicht langer Zeit die Steine und der Sand weggescharrt worden. Ich stelle mir vor, dass da ein Kind gesessen hat. Vor ein paar Stunden längstens. Vielleicht sogar erst vorhin, bis es mein Boot auftauchen sah. Ist nicht mehr neu, die Schuhe. Ganz zerlaufen. Die Sohle hat ein Loch. Sie lügen, Professor. Sie lügen. Alle haben mich belogen, die ganze Zeit. Gehen Sie nicht weiter. Gehen Sie doch bitte nicht in diese Stadt. Erlauben Sie, dass ich die Aufzeichnung des Gesprächs zwischen dem Professor und Randolph Manowski hier für kurze Zeit unterbreche. Denn dies war der entscheidende Augenblick. Als Randolph Manowski sich anschickte, entgegen der Warnung des Professors auf die ersten Häuser der Inselstadt zuzugehen, in diesem Augenblick fiel die Entscheidung. Es fällt mir schwer, mit der gebotenen Sachlichkeit zu berichten, wenn ich an diesen Augenblick zurückdenke. Jahre unseres Lebens haben wir diesem Projekt gewidmet, der Professor und ich. Von den Hoffnungen, die wir und Sie daran knüpften, brauche ich nicht zu sprechen. Das in Ihrem Auftrag geplante Projekt war bis dahin abgelaufen wie ein Uhrwerk. Unsere Kontrollsysteme funktionierten präzise. Unsere Sicherheitsvorkehrungen schienen lückenlos. Der Professor und ich, wir waren die einzigen Menschen, denen das Projekt in seinem vollen Umfang bekannt war. Die einzigen, die die Fülle von Informationen zu lesen verstanden, die in der Projektzentrale einliefen und jeden Vorgang in der Inselstadt registrierten. Durch eine Mauer von Täuschungen, jahrelang aufrechterhalten, war uns bis dahin die notwendige, absolute Geheimhaltung gelungen. Und dann kam dieser Augenblick, in dem uns die Kontrolle aus der Hand geschlagen wurde. Als die Entscheidung über das Schicksal des Projekts nur noch an einem dünnen Faden hing, dem dünnen Faden des Sprechverkehrs. Die Stimmen zweier Menschen, die tausende von Kilometern voneinander entfernt waren. Randolph Manowski in jener Stadt und der Professor hier in der Projektzentrale. Zwei Stimmen im Raum. Das war alles, was uns geblieben war. Als technischer Leiter des Projekts habe ich heute die Aufgabe, Ihnen über das vorgefallene Bericht zu erstatten und mich zu rechtfertigen für das, was geschehen ist. Ich weiß,
Sie hegen den Verdacht, dass der Professor oder auch ich das Schweigen, zu dem wir verpflichtet waren, gebrochen haben könnten. Oder dass unsere Sicherheitsvorkehrungen eben doch ungenügend waren. Aber ich kann es Ihnen beweisen, dass Randolph Manowski nichts wusste. Als er auf der Insel landete, die seit 2,5 Jahren von keinem Außenstehenden betreten worden war, wusste Randolph Manowski nichts. Gar nichts. Wir erhielten die erste Information über Randolph Manowski vor etwa 2 Monaten. Bitte hören Sie dazu die Angaben der Zeugin A. Sie befindet sich, wie die übrigen Zeugen auch, in einer Sprechkabine außerhalb des Geländes und weiß natürlich nicht, wer die Persönlichkeiten sind, vor denen sie ihre Aussage macht. Die Zeugin A, bitte. Ich bin Ärztin an einer neurochirurgischen Klinik in Oslo. Die Sicherheitsbehörde hatte mir die ambulante Behandlung eines Patienten übertragen, der an den Vorbereitungen für ein militärisches Projekt beteiligt gewesen war. Und um die absolute Geheimhaltung dieses Projektes zu garantieren, hatte ein mir nicht bekannter Kollege das Erinnerungsvermögen des Patienten an den Zeitraum seines Einsatzes durch einen chirurgischen Eingriff blockiert. Der Name meines Patienten ist Randolph Manowski. Manowski lebte schon vor seinem Einsatz, an den er sich nun nicht mehr erinnern kann, in Oslo. Er arbeitete in einer Fabrik, in der Fernbildgeräte hergestellt werden. Manowski ist 32 Jahre alt, verheiratet und hat eine 8-jährige Tochter. 2,5 Jahre war Manowski bei mir in Behandlung. Das heißt, ich simulierte die Behandlung natürlich nur, denn ich wusste ja, dass die Gedächtnisblockierung gar nicht aufgehoben werden durfte. Vor etwa 2 Monaten erzählte mir Manowski, dass er nach den Angaben seiner Frau 2 Nächte hintereinander, während er schlief, ein paar Mal den Namen Gwendolin ausgesprochen habe. Manowski behauptete, er sei ganz sicher nie eine Person namens Gwendolin gekannt zu haben. Weisungsgemäß gab ich diese Information an die mir von der Sicherheitsbehörde genannte Codenummer durch. Vielleicht sollte ich noch betonen, dass Manowski zu diesem Zeitpunkt körperlich und geistig völlig gesund war und dass er fast schon begonnen hatte, sich mit dem Gedächtnisverlust abzufinden, der einen Zeitraum von 3 Monaten aus seinem Leben ausgelöscht hatte. Gleich nach Empfang dieser Information stellten wir fest, dass sich tatsächlich 2 Personen mit Namen Gwendolin im Projektbereich befanden. Dies war in den 2,5 Jahren nach Anlaufen unseres Projektes der erste Fall, bei dem einer der damals an den Vorbereitungen beteiligten Personen ein Symptom zeigte, das die Wiedererlangung des blockierten Erinnerungsvermögens befürchten ließ. Wie Sie wissen, hatten wir die technische Mannschaft und das wissenschaftliche Hilfspersonal in 3 Kontinenten anwerben lassen. Es waren 52 Fachleute aus 52 verschiedenen Städten. Jeder Einzelne wurde dann nach Beendigung des Einsatzes in seiner Heimatstadt von einem zur Geheimhaltung verpflichteten Arzt behandelt. Die nationalen Sicherheitsbehörden hatten diese Behandlungen arrangiert. Selbstverständlich war das Forschungsziel unseres Projektes weder den Sicherheitsbehörden noch den Ärzten bekannt. Der Professor und ich, wir hofften zwar, dass Randolph Manowski vor oder nach dem fraglichen Zeitraum doch einer Person namens Gwendolin begegnet sein könnte. Dennoch flog ich sofort nach Oslo, um der für den nächsten Tag anberaumten Behandlung beizuwohnen. Aber wir warteten vergeblich auf den Patienten. Weder in seiner Wohnung noch an seinem Arbeitsplatz war Manowski zu erreichen. Da er nun von seiner Ärztin die Anweisung erhalten hatte, jederzeit ein Sprechgerät bei sich zu tragen, damit er im Falle eines erneuten Gedächtnisverlustes erreichbar wäre, konnten wir sofort feststellen, wo Manowski sich aufhielt. Wir orteten ihn in der öffentlichen Datenbibliothek. Ich rufe jetzt den Zeugen B, einen Angehörigen der Sicherheitspolizei, der an diesem Tage Aufsicht in der Datenbibliothek führte. Am 2. Mai, 13.15 Uhr, erreichte mich ein Anruf. Die Codenummer des Anrufenden war mir als Sicherheitsfaktor erster Ordnung bekannt, sodass ich den Anweisungen des Anrufers sofort Folge leistete. Ich bat den mir beschriebenen Besucher der Bibliothek, mir zu sagen, welche Informationen er bereits entnommen habe. Der Besucher weigerte sich. Es blieb mir also nichts übrig, als mich mit meiner Dienstmarke auszuweisen. Manowski, so der Name des Besuchers, übergab mir daraufhin, wenn auch unter Protest, die Notizen, die er sich gemacht hatte. Manowski hatte in der Abteilung Tagesnachrichten einen Zeitraum von etwa 3 Monaten nach dem Stichwort Gwendolin abgetastet. Ich lese jetzt die Informationen vor, die ihm zugegangen waren, beziehungsweise das, was er sich notiert hatte. Erstens, Gwendolin Brandon, Schauspielerin, heiratet Gernot Flachmann, Schauspieler, Datum 2. März. Zweitens, Gwendolin Rosenberg, Kanada, Meteorologin,
Mitglied der Austauschmannschaft für Raumstation OPS. Start 8. März. Drittens, Gwendoline March, Lehrerin, Opfer der Atomkatastrophe von Ferida, 17. März. Viertens, Gwendoline, Name einer Nachbar in London. Randalierende Jugendliche stören Eröffnungsfeier. Polizeieinsatz, 10. April. Fünftens, Gwendoline Finnegan, 12 Jahre, Opfer der Atomkatastrophe von Ferida, 17. März. Sechstens, Gwendoline Volker, 14 Jahre, ermordet aufgefunden im Volkspark von Ainsfall. Täter unbekannt, 14. April. Danke, das genügt. Jetzt bitte weiter über die Vorgänge in der Bibliothek. Ich gab diese Informationen, die ich bei Manowski gefunden hatte, an die Codenummer durch und erhielt den Auftrag, Manowski, wenn nötig mit Gewalt, in die neurochirurgische Klinik bringen zu lassen. Manowski wehrte sich heftig. Danke. Vielleicht war es ein Fehler, dass wir Randolph Manowski nun unter dem Vorwand medizinischer Notwendigkeit in der Klinik isolierten. Aber wir mussten natürlich verhindern, dass Manowski versuchte, seine Informationen zu vervollständigen und sich dann vielleicht doch an Einzelheiten erinnerte. Ehe ich nun fortfahre, Ihnen zu berichten, wie beharrlich Randolph Manowski den einmal eingeschlagenen Weg weiterging, möchte ich Sie bitten, die Aufzeichnungen des Gesprächs zwischen Manowski und dem Professor weiter anzuhören. Damit Sie verstehen, wie dieser Mann reagierte. Damit Sie sich ein Bild machen können von diesem Mann, der unsere ganze Strategie durchbrach, um schließlich vollkommen allein dazustehen, beladen mit der Gewissensfrage unseres Jahrhunderts. Wer war denn dieser Randolph Manowski? Hören Sie bitte weiter zu und ich glaube, Sie werden mir zustimmen, wenn ich sage, dieser Randolph Manowski war im Grunde ein bescheidener, ein einfacher Mann. Man täte ihm Unrecht, wollte man unterstellen, dass er aus Sensationslust handelte oder gar den Helden spielen wollte. Wo sind Sie jetzt, Manowski? Auf dem kleinen Platz am Hafen. Vor einem Bistro. Aber da ist niemand. Und das sieht aus. Schmutz auf den Tischen. Ein paar ineinandergestellte Stühle hier auf der Straße. Die Markise ist ganz zerschlissen. Alles wie ausgestorben. Ich verstehe das nicht. Kein Mensch auf dem ganzen Platz. Auch hier nicht. In dem Geschäft. So kehren Sie doch endlich um. Jetzt umkehren. Das glauben Sie doch nicht im Ernst. Tja, es ist niemand da. Und trotzdem, irgendwas, ich weiß nicht. Es war nur ein Hund. Er kam aus der Ladentür. Ja, sehen Sie, Professor, das ist es, was ich nicht verstehe. Alle Türen stehen offen. Hier auch, in dem Geschäft. Da hat es mal Souvenirs gegeben, denke ich mir. Ein paar Keramikteller stehen auf einem Regal. Ein ganzes Bündel Ketten, solche Holzketten auf dem Ladentisch, sonst nichts. Ein paar leere Kartons, eine zerbrochene Vase. Und niemand da. Wo ist das Kind? Da war doch ein Kind auf der Kaimauer. Die Kinderschuhe. Bleiben Sie nicht länger, Manowski. Gehen Sie zurück, solange noch Zeit ist. Hören Sie das? Wie still das hier ist. Kein Auto, keine Stimmen, nichts. Nirgendwo eine Maschine, kein Ton. Und trotzdem, ich könnte schwören, da ist irgendwo jemand. Alle Türen stehen auf. Moment mal. So gehen Sie doch nicht weiter. Ich dachte, ich hätte etwas gehört. Aber nichts. Nichts zu sehen. Ich bin jetzt hier in der Straße, die vom Hafen in die Stadt führt. Aber überall das Gleiche.
Die Häuser sehen aus, als wenn da schon lange niemand mehr wohnen würde. Und trotzdem, irgendwas, mein Gott. Professor, so reden Sie doch. Was ist denn los hier in der Stadt? Wenn Sie zurückgekommen sind, werde ich Ihnen alles erklären. Ich gehe nicht zurück. Nicht, ehe ich alles weiß. Denn das, Professor, das, was damals gesagt wurde, Bombenflugzeug auf Übungsflug abgestürzt über bewohntem Gebiet, die Inselstadt Ferida vollkommen zerstört, kein Einwohner hat die Katastrophe überlebt. Wie konnte man denn diese Lüge in die Welt setzen? Hier ist noch nie eine Bombe gefallen. Jedenfalls, soweit ich sehen kann. Und ich kann von hier aus sogar den Kirchturm sehen. Da ist nie eine Bombe gefallen. Glauben Sie, Manowski, es handelt sich um ein... Was ist das eigentlich am Himmel? Sieht aus wie Wolken. Ja, es sind Wolken, die ganz tief hängen, aber sie bewegen sich nicht. Es ist doch windig, sowas gibt es doch gar nicht. So lange Streifen. Es ist eine Tarnatmosphäre. Tarnung? Von einem Flugzeug aus gesehen und auch vom Meer aus, jedenfalls auf größere Entfernung, sieht es so aus, als wäre die Insel wirklich von einer Superbombe vollkommen zerstört worden. So also hat man das gemacht. So also. Aber warum denn? Hier ist doch nichts passiert. Jedenfalls ist keine Bombe gefallen. Warum denn dieses Märchen von einer Katastrophe und Staatstrauer und Beileidstelegramme aus aller Welt und eine Liste von über 9000 Opfern? Warum denn? Ich kann Ihnen nur so viel sagen. Es handelt sich um ein äußerst bedeutsames militärisches Projekt. Ein für die Erhaltung des Friedens auf dieser Welt äußerst bedeutsames Projekt. Glauben Sie mir, es gibt nur sehr wenige Menschen, die dieses Projekt kennen. Und auch von uns hat niemand die Insel betreten seit damals. Also kommen Sie endlich zurück. Warum durfte niemand die Insel betreten? Um unser Forschungsziel nicht zu gefährden. Und die Menschen? Diese 9000 Menschen hier? Also keiner von ihnen ist durch ein Bombenunglück umgekommen. Sie lebten alle, waren alle gesund. Sie hatten alles, was sie brauchten. Ihre Häuser, ihre Arbeitsplätze, Schulen, Geschäfte und... mein Gott, dieses Ferida war eine ganz normale, schöne, lebendige Stadt. Aber was ist hier passiert inzwischen? Professor, da gegenüber in dem Haus, da bewegt sich eine Gardine. Da steht jemand hinter der Gardine und sieht mich an. So gehen Sie doch endlich. Sie dürfen hier keinem Menschen begegnen. Also ist sie doch nicht tot, wie Sie gesagt haben. Die Stadt ist nicht tot. Aber wo sind die Menschen? Warum verstecken Sie sich? Sie dürfen hier niemandem begegnen. Sie bringen sich in Gefahr, Manowski. In Lebensgefahr. Was ist mit den Leuten? Sie haben gesagt, ein militärisches Projekt. Professor, warum soll ich niemanden sehen? Da ist doch ein Geräusch. Manowski, was ist das? Ja, kommt etwas näher. Gehen Sie sofort von der Straße. Passen Sie auf! Ich bin jetzt in einem Hausflur. Aber ich kann die Straße übersehen. Es kommt näher, nicht wahr? Bleiben Sie. Gehen Sie nicht auf die Straße. Es ist in einer Nebenstraße, glaube ich. Vielleicht müsste es um die Ecke kommen. Da, da hinten. Da. Jetzt kommt was. Ist nur ein Hund. Da, jetzt. Drei Männer. Das ist doch... Die drei Männer... ziehen etwas. Einen Karren. Einen Wagen. Lassen Sie sich nicht sehen. Schon gut, ja. Jetzt kommen Sie vorbei.
Manowski. Nein. Manowski. Nein. Manowski. Es war ein Ding, so ein abgefragter kleiner Lastwagen. Die drei Männer ziehen ihn. Sie haben Riemen um die Schultern. Und auf dem Wagen? Konnten Sie es sehen? Ja. Der Wagen ist hinten offen. Ja, und? Tote. Tote, Professor. Einfach so nebeneinander gelegt. Begreifen Sie jetzt, warum Sie hier niemandem begegnen dürfen? Die Menschen sind krank. Seit 4 Wochen herrschte hier eine Epidemie. Wir wissen nicht, um welche Krankheit es sich handelt. Wir wissen nur, dass diese Menschen sterben, einfach wegsterben. Tag für Tag immer mehr. Ja, aber wenn Sie das doch wissen, warum helft ihr ihnen denn nicht? Holt sie doch raus hier, schickt Ärzte. Ja, es ist ein Krankenhaus in der Stadt. Nichts. Sie gehen einfach nicht hin. Sie hatten 3 Ärzte, 2 von ihnen leben noch. Sie holen auch die Ärzte nicht. Gehen nicht hin, bleiben in ihren Häusern und warten. Warten einfach. Die Männer ziehen den Wagen jetzt auf die Kaimauer. Was soll das? Sehen Sie nicht hin, sehen Sie nicht hin. Gehen Sie weg, gehen Sie weiter. Aber das werden Sie doch nicht tun. Das können Sie doch nicht tun. Professor, was sind das für Menschen? Bitte, bitte, fragen Sie nicht. Ein militärisches Projekt, haben Sie gesagt, Professor. Sie müssen mir jetzt antworten. Ich weiß doch, wer Sie sind. Sie sind Wissenschaftler, kein Militär. Sie haben was mit Biochemie zu tun, mit Neuropsychologie. Sie wissen doch, dass ich etwas von Ihnen gelesen habe. So können Sie mich nicht abspeisen. Reden Sie. Ich darf Ihnen nichts sagen. Manowski, glauben Sie mir, es... Jetzt haben Sie den Wagen ganz dicht ans Wasser geschoben. Ich kann es genau sehen, Professor. So reden Sie doch. Das können Sie doch nicht zulassen. Wenn ihr das doch alles wisst, Professor. Sie tun es wirklich. Oh, was habt ihr aus diesen Menschen gemacht, Professor? Hören Sie mich? Hören Sie mich noch? Oder haben Sie sich ausgeschaltet? Lasst ihr mich jetzt auch allein hier? Sagt doch was! Ihr Schweine, ihr Mörder, ihr! Jetzt haben Sie Angst, Manowski. Ich hatte Sie gebeten, zurückzukommen. Warum helft ihr ihnen denn nicht? Wir dürfen nicht eingreifen. Ach, Sie dürfen nicht, aber ich darf. Und ich werde jetzt Hilfe holen. Ich rufe einfach den nächsten Flughafen. Ich werde sagen, Sie sollen kommen, sofort kommen. Nein, unternehmen Sie nichts, Manowski. Ich werde Ihnen alles erklären. Rufen Sie niemanden. Es darf niemand wissen, was in Ferida geschieht. Denn es ist... Habt ihr mit diesen Menschen gemacht? Unternehmen Sie nichts. Ich werde es Ihnen sagen. Jetzt ziehen Sie den Wagen vom Wasser zurück. Jetzt ist der Wagen leer. Manowski. Was habt ihr mit diesen Menschen gemacht? Wir haben sie zu guten Menschen gemacht. Zu guten Menschen. Professor, weinen Sie? Ich hoffe, Sie glauben mir jetzt, dass Randolph Manowski wirklich nichts wusste, als er auf Ferida landete. Er wusste noch nicht einmal, dass er nicht in strahlenverseuchtes Gebiet fuhr. Er untertauchte den Sperrgürtel von Boeing mit dem internationalen Warnzeichen für Strahlenverseuchung, der die Insel in großer Entfernung umgibt. Er riskierte sein Leben, um in diese Inselstadt zu kommen, von der er glaubte, dass sie nur ein einziger riesiger Bombenkrater sei. Ich rufe jetzt den Zeugen C., denn er gab, ohne es zu ahnen, den entscheidenden Hinweis, der Manowski zu dem Entschluss kommen ließ, nach Ferida vorzustoßen. Ich bin Pfarrer. Die Betreuung der Patienten der neurochirurgischen Klinik gehört zu meinen Aufgaben. Während meiner Routinebesuche bekam ich Kontakt zu Randolph Manowski, der an einer Störung seines Erinnerungsvermögens litt und glaubte, widerrechtlich und ohne medizinische Notwendigkeit in der Isolierstation der Klinik festgehalten zu werden. Er war geradezu verbohrt in den Gedanken, man wolle ihm verheimlichen, was er während der Zeit, an die er sich nicht mehr erinnerte,
erlebt oder getan hat. Folgende Tatsache beunruhigte ihn. Mehrmals hatte Manowski, nach den Aussagen seiner Frau, im Schlaf den Namen Gwendolin ausgesprochen. Nun hatte er in der Datenbibliothek festgestellt, dass während des seinem Gedächtnis entfallenen Zeitraumes ein Mädchen namens Gwendolin ermordet worden war. Und zwar in einer Stadt nördlich von Oslo, also in der Nähe seines Wohnortes. Und so steigerte er sich in die Vorstellung, dass er diese Tat begangen haben könne. Ich glaubte, dem Mann helfen zu können, wenn ich ihn dazu veranlasste, sich durch sachliche Studien mit seinem Problem auseinanderzusetzen. Ich hielt es für richtig, dass er lernte, seinen Fall von der rein medizinischen Seite zu betrachten. Also versprach ich ihm Lektüre über die Funktion des menschlichen Gehirns und über Parallelfälle von Amnesie zu besorgen. Ja, das tat ich dann auch. Darf ich jetzt die Zeugin D. bitten? Sie ist die Ehefrau des Professors. Ich nehme an, dass die Menschen, vor denen ich jetzt sprechen soll, mehr wissen als ich. Dass sie wissen, an welchem Projekt mein Mann in den letzten Jahren gearbeitet hat. Dieses Projekt, das so geheim war, dass mein Mann nicht einmal mehr nach Hause kommen durfte. Zu mir nicht, nicht zu den Kindern, den Enkeln. Nur telefonieren durften wir. Und selbst da war er sicher noch unter Kontrolle. Ich weiß ja noch nicht einmal, ob er wirklich eines natürlichen Todes gestorben ist, wie man mir gesagt hat. Oder ob dieses Projekt ihn getötet hat. Bitte, Zeugin D. Während der Abwesenheit meines Mannes arbeitete ich an der Auswertung seiner früheren Forschungen. Und deshalb wurde ich häufig von ehemaligen Studenten oder Mitarbeitern meines Mannes besucht. Als Randolph Manowski zu mir kam, glaubte ich, es mit einem solchen Besucher zu tun zu haben und führte ihn in mein Arbeitszimmer. Bald merkte ich, dass Manowski Laie auf unserem Fachgebiet ist und sich nur ein wenig in die Materie eingelesen hatte, weil er selbst an einer Amnesie litt. Manowski hatte in einer populärwissenschaftlichen Zeitschrift eine Arbeit meines Mannes über die Manipulation menschlicher Verhaltensweisen durch chemische Substanzen gelesen. Er hoffte, mein Mann könne ihm bei der Bewältigung seines Problems helfen, weil er den Ärzten, die ihn behandelten, aus irgendeinem Grunde nicht mehr vertraute. Als ich ihm sagte, dass mein Mann seit fast 3 Jahren nicht mehr zu Hause war, weil er an einem mir nicht bekannten Projekt arbeite, reagierte Manowski recht verstört. Er sagte, es sei doch merkwürdig, dass die Abwesenheit meines Mannes mit dem Zeitraum zusammenfalle, an den er, Manowski, sich nicht mehr erinnern kann. Noch während wir sprachen, rief mein Mann an. Er telefonierte täglich mit mir. Ich berichtete ihm von dem Anliegen meines Besuches und übergab Manowski den Hörer, damit er meinen Mann gleich selbst befragen könnte. Es war mir aufgefallen, dass mein Mann sehr bestürzt war, als ich ihm den Namen meines Besuchers nannte. Ich weiß nicht, was mein Mann zu Manowski sagte. Das Gespräch dauerte nicht lange, denn plötzlich fiel Manowskis Blick, während er telefonierte, auf ein kleines Aquarell, das hinter meinem Schreibtisch hängt. Mein Mann hat es gemalt während eines kurzen Urlaubs, den er vor mehreren Jahren einmal mit Kollegen verbracht hatte. Ich weiß nicht warum, aber mein Mann hing sehr an dem Bildchen. Nun, wie gesagt, Manowski sah es, starrte darauf, drückte plötzlich die Taste, vielleicht versehentlich. Das Gespräch mit meinem Mann war unterbrochen und Manowski schrie mich beinahe an, wo ist dieses Bild gemalt? Ich sagte ihm, es sei ein Motiv von der Insel Ferida, die ja dann später durch die Bombenkatastrophe völlig zerstört worden ist. Manowski sagte etwas von einer Gwendolin. Sie können sich nicht an den Wortlaut erinnern? Doch, ich glaube, er sagte, hier in dem Pavillon, das Aquarell zeigt nämlich ein Strandpavillon, hier in dem Pavillon habe ich mit Gwendolin gespielt, das weiß ich jetzt genau. So etwa sagte er. Und dann verabschiedete er sich sehr hastig. Danke. Zeugin D. Warum hat Manowski ausgerechnet den Professor aufsuchen wollen? Der Zeuge C. hatte ihm doch mehrere Bücher und Zeitschriften über den gleichen Stoffbereich gebracht. Die Veröffentlichungen enthielten die Arbeiten vieler Autoren. Warum wählte Manowski ausgerechnet den Professor? Wir wissen es nicht. Vielleicht ließ der Name des Professors irgendetwas in seinem blockierten Erinnerungsvermögen anklingen, ohne dass er sich dessen bewusst wurde. Vielleicht war es auch nur Zufall. Ein für alle Beteiligten verhängnisvoller Zufall.
Sicher ist nur, dass Manowski seinen Betreuern in Oslo nicht mehr vertraute, dass er auf eigene Faust dem Geheimnis seines Gedächtnisverlustes nachgehen und Hilfe bei anderen Spezialisten suchen wollte. Er handelte ganz systematisch. Es gelang ihm, aus der Isolierstation der Klinik zu entkommen. Gleichzeitig setzte er sein Sprechgerät außer Funktion, sodass wir seinen Aufenthalt nun nicht mehr orten konnten. 2 Tage nach seinem Verschwinden aus der Klinik besuchte er dann die Ehefrau des Professors. Als die von uns verständigte Sicherheitspolizei dort ankam, hatte er aber bereits die Wohnung verlassen. Nur einmal noch gab er ein Lebenszeichen, indem er über Sprechgerät mit seiner Frau Verbindung aufnahm und sie über seinen Zustand beruhigte. Aber er sagte nicht, wo er sich aufhielt. Und so blieb er für uns unauffindbar bis zu dem Augenblick, als er in Ferida landete und sein Sprechgerät wieder funktionsbereit hatte. Es muss eine wahre Odyssee gewesen sein, die dieser Mann auf sich genommen hat, um allen von uns veranlassten Kontrollen an Flugplätzen und Häfen zu entgehen. Unerkannt gelangte er nach 14 Tagen bis an die Südküste Portugals, wo er sich dann das Tauchschiff mietete, wie wir später rekonstruieren konnten. Die Frage, warum er unbedingt Ferida sehen wollte, hat Manowski im Verlauf des weiteren Gesprächs mit dem Professor beantwortet. Ehe ich aber nun die Aufzeichnung wieder einschalte, möchte ich Sie bitten, sich vor Augen zu führen, welch ungeheure Anspannung dieses Gespräch jetzt für uns bedeutete, insbesondere für den Professor. Jetzt, nachdem Manowski uns gezwungen hatte, ihm die entscheidende Information über das Projekt mitzuteilen. Jeden Augenblick befürchtete ich einen Zusammenbruch des Professors. Aber ich konnte ihn nicht ablösen, denn er hatte jetzt das Vertrauen dieses Mannes in Ferida, von dessen Reaktion für uns alles abhing. Alles hing davon ab, dass Manowski keinen Notruf ausschickte, der die Öffentlichkeit auf Ferida aufmerksam gemacht hätte. Der Sprechverkehr mit uns musste aufrechterhalten bleiben. Manowski durfte keinen Kontakt mit den Bewohnern von Ferida aufnehmen, nicht ihnen seine Hilfe anbieten. Denn sonst hätte er unserem Forschungsziel die letzte Chance genommen. Und letztlich ging es darum, Manowski so lange auf der Insel festzuhalten, bis die U-13-Boote, die ich inzwischen beordert hatte, den Sperrgürtel um Ferida erreicht haben würden. Selbstverständlich wussten die Kommandanten nicht, warum sie den Befehl hatten, jedes Tauchschiff, das von der Inselseite her den Sperrgürtel durchfahren wollte, zu versenken. Ihr habt sie zu guten Menschen gemacht. Wissen Sie überhaupt noch, was Sie reden, Professor? Es war kein Fehler im Modell. Die Simulationen der Computer hatten alle nur möglichen menschlichen Reaktionen einkalkuliert. Wieder und wieder durchgespielt. Den ganzen Prozess. Die Informationen waren eindeutig. Es musste einfach stimmen. Und dann... In dem Haus da drüben. Dann ist alles fehlgeschlagen. Hinter der Gardine, da ist immer noch das Gesicht. Ich glaube, eine Frau... Wir versuchen es Ihnen zu erklären. Jetzt kommt der Wagen vom Hafen zurück. So gehen Sie doch. Lassen Sie sich nicht sehen. Warum wollen Sie eigentlich nicht, dass ich mit den Leuten spreche? Ich werde mich schon nicht anstecken. Falls es Sie beruhigt, ich habe einen Isolieranzug mit Gesichtshelm. Schließlich dachte ich ja, ich gehe in ein strahlenverseuchtes Gebiet. Sie dürfen einfach mit niemandem sprechen. Wir müssen Sie sich selbst überlassen. Ich habe immer noch die Hoffnung, dass Sie vielleicht... Sie fahren in eine andere Straße. Sie kommen nicht hier vorbei. Es ist niemand da. Nur das Gesicht hinter der Gardine, das mich immer zu anstellt. Sie müssen mir glauben, Manowski. Ich hätte dem Projekt niemals zugestimmt. Ich hätte den Auftrag abgelehnt, wenn... Zu guten Menschen, diese hier. Aber man hat mich überzeugt. Wir sind am Ende. Ich muss Ihnen doch nicht sagen, was ein neuer Krieg bedeuten würde. Ein interkontinentaler Krieg. Manowski. Aber was hat das mit Ferida zu tun? Ich fange ja schon an zu verstehen. Aber eine ganze Stadt. Professor, es ist nämlich so, ich erinnere mich genau an das, was mir Ihre Frau gesagt hat, damals bei Ihnen zu Hause. Hier möchte ich die Zeugin D. doch noch einmal bitten, uns genau zu berichten, worüber sie sich mit Randolph Manowski unterhalten hat, ehe der Anruf des Professors dazwischen kam. Ja, wie ich schon sagte, Manowski hatte eine Arbeit meines Mannes gelesen und sich danach eine laienhafte Vorstellung gebildet über die Möglichkeit, das Verhalten des Menschen mittels chemischer Substanzen zu verändern. Manowski wollte nun wissen, ob es auch möglich wäre, dass er selbst unter Einfluss solcher Mittel einmal einen Mord begangen hat.
Ich schilderte ihm den äußerst komplizierten Vorgang, einen oder mehrere Menschen gezielt zu manipulieren. Natürlich musste ich ihm bestätigen, dass Verhaltensänderungen in jeder gewünschten Zielrichtung erreichbar sind. Wir streiften dann auch das Problem der Veränderung von Erbfaktoren. Ich versuchte ihm die Genübertragung durch Viren, die Spezialgene einschleusen, zu erklären. Insbesondere aber versicherte ich ihm, dass alle Experimente dieser Art schon seit einem Jahrzehnt einer strengen internationalen Kontrolle unterliegen. Ja, dass es sogar die Wissenschaftler selbst waren, unter ihnen mein Mann, die ein Gesetz gefordert haben, das in allen Ländern gültig ist und demzufolge die Behandlung eines Menschen mit chemischen Substanzen gegen seinen Willen strafbar ist. Er könnte also sicher sein, beruhigte ich Manowski, dass niemand... Vielen Dank. Das war es, was wir noch von Ihnen wissen wollten. Ich hielt diese Information über das Gespräch der Zeugin mit Manowski für wichtig, damit Sie verstehen, warum Randolph Manowski dem Professor in dieser Hinsicht keine sachlichen Fragen stellte, sondern dem Gespräch eine Wendung gab, die uns nun... Sie werden es hören. Ich muss Ihnen doch nicht ausmalen, was ein solcher Vernichtungskrieg bedeuten würde. Ich will wissen, was Sie mit den Menschen hier gemacht haben. Genau. Wie soll ich es Ihnen erklären? Durch eine Art Impfung haben wir die Testpersonen von allen aggressiven Triebkräften, die das Zusammenleben der Menschen stören, befreit. Neid, Misstrauen, Habgier, Machthunger. Es war ein ganzer Katalog von Eigenschaften. Was heißt die Testpersonen? Wie viele von Ihnen? Mein Gott, begreifen Sie denn nichts, Manowski? Natürlich alle. Jeden einzelnen Bewohner der Inselstadt. Der Versuch sollte doch zeigen, wie ein Gemeinwesen von Menschen... Auch die Kinder? Natürlich auch die Kinder. Kinder kann man doch nicht fragen, ob sie mit so einer Behandlung einverstanden sind. Wir haben niemanden gefragt. Aber es gibt doch ein Gesetz. Wieso hat man das zugelassen? 9000 Menschen, eine ganze Stadt und all das andere, diese vielen Lügen. Wieso hat man das zugelassen, wenn es doch ein internationales Gesetz gibt, das so etwas verbietet? Sie hatten alle Voraussetzungen, sich so in Frieden und Ruhe zu entwickeln, wie noch nie eine menschliche Gemeinschaft vor Ihnen. Reden Sie sich doch nicht raus, Professor. Dann kommen Sie doch. Sehen Sie sich das doch an, diese ruhige, friedliche, ich schöne... Ich weiß es, ja. Und Sie tun trotzdem nichts? Das ist doch ein Verbrechen. Es ist zu spät. Gehen Sie zurück zum Hafen. Verlassen Sie die Insel sofort. Ich will nicht... dass Sie auch... In diesem Augenblick hatte ich schon die Taste gedrückt und die Verbindung unterbrochen. Ich weiß bis heute nicht, ob der Professor Manowski wirklich warnen und ihn zum Verlassen der Insel bewegen wollte, ehe die U-13-Boote in Stellung waren. Ich sah nur, dass der Professor seine Selbstbeherrschung verloren hatte. Man muss es verstehen. Sein Gewissen war bis an die Grenze des Erträglichen belastet. Dennoch dauerte es sicher nicht länger als 2 oder 3 Sekunden, bis der Professor sich wieder in der Gewalt hatte. Ich beschwor ihn, den Sprechverkehr mit Manowski um keinen Preis abreißen zu lassen. Er nickte, drückte selbst wieder die Taste und dann redete wie gehetzt. Den Menschen verändern, Manowski, das ist es. Wer die menschliche Gesellschaft verändern will, muss den Menschen ändern. Denken Sie doch mal zurück. Immer und überall Menschen, die gepeinigt wurden, getötet. Wie viele politische Systeme... Wie viele Gesellschaftsmodelle gab es denn schon? Und immer wieder neue Reformen und Revolutionen. Und im Grunde hat sich nichts geändert. Weil der Mensch so geblieben ist, wie er immer war. Hören Sie noch, Manowski. Wir stehen kurz vor einem neuen Krieg. Man hat mich über die aktuelle Gefahr informiert. Unsere einzige Chance war es... Manowski, hören Sie noch. Ja. Den Menschen ändern, feststellen, welche Konstellation der Verhaltensweisen notwendig ist, um ein Zusammenleben in Frieden zu gewährleisten. Verstehen Sie das? Ja, und die Angehörigen? Ich meine... Trotz allem, man darf doch nicht so eine ungeheuerliche Lüge in die Welt setzen. Sie müssen versuchen, es zu verstehen. Feriga war der erste Versuch. Alles war genau vorbereitet, geplant. Es musste gut gehen. Natürlich, sie konnten mit ihren Freunden und Angehörigen draußen keinen Kontakt aufnehmen. Frei von jeder Beeinflussung sollte sich diese Stadt bewähren. Aber nach der Behandlung, der Impfung, die wir unter einem Vorwand durchführten, fand ich es schon so erschreckend, wie gleichmütig sie alles hinnahmen. Als wir ihnen erklärten, dass Ferida für eine gewisse Zeit von der Außenwelt abgeschnitten bleiben müsse. Sie fragten kaum etwas. Sie taten, was wir sagten, schickten entsprechende Nachrichten an ihre Angehörigen,
die wir dann natürlich zurückhielten. Bereitwillig ließen sie sich erklären, wie nun alles weiterlaufen soll. Dass sie leben sollten wie bisher, wie sie es gewohnt waren, arbeiten, ihre Geschäfte abwickeln, ihre Stadt verwalten, ihre Häuser versorgen, ihre Kinder großziehen. Was ist dann passiert? Warum fragen Sie? Sie sehen es doch. Sehen Sie sich um in dieser Gespensterstadt. Die Epidemie. Ach was, die Epidemie. Längst vorher schon war alles zusammengebrochen. Schon nach einem Jahr. Nach einem Jahr schon war Verida nur noch die Hülle einer zivilisierten Stadt. Darin hausten sie wie, ich weiß nicht, wie ich es nennen soll. Als hätte es nie einen technischen Fortschritt gegeben. Nie so etwas wie Kultur. Sie brauchten einfach nichts. Sie wollten nichts, taten nichts, planten nichts. Sie existierten einfach nur für den Tag. Ein paar Fischerboote morgens in der Bucht, das war die einzige Aktivität, die wir beobachten konnten. Holten sich aus den Geschäften und Lagerhäusern, was sie eben für den Tag benötigten. Sie mieden die Straßen, sie hockten zusammen in den Häusern, erzählten, lachten. Wir haben es auf den Bildschirmen beobachtet. Es war grauenhaft. Alles nahmen sie hin, wie es kam. Und zuletzt auch diese Krankheit. Bildschirme? War es das, was ich hier gemacht habe in Verida? Habe ich Fernbildgeräte installiert? Denn ich war doch schon einmal hier, Professor, nicht wahr? Ja, Sie gehörten zum Team der Techniker, die das Projekt vorbereitet haben. Und Gwendolyn? Es wurden Fernbildgeräte an vielen Punkten der Stadt angebracht, so dass die Bewohner es nicht bemerkten. In allen öffentlichen Gebäuden, Geschäften und Fabriken. Auch in einigen Privathäusern. Aber nicht in allen. Auch in dem Standpavillon? Ich glaube, ja. Vielleicht könnte ich mich erinnern, wenn ich ihn sehe. Ist das nicht wahnsinnig komisch, Professor? Warum lachen Sie? Weil es zum Lachen ist. Da riskiere ich Kopf und Kragen, um nach Verida zu kommen. Weil ich Angst hatte vor mir selbst. Weil ich es einfach wissen musste, genau wissen, ob ich damals in Verida war oder dort, wo dieses Mädchen ermordet worden ist. Und wenn du nur einen Stein findest in dieser zerstörten Stadt, so dachte ich mir, nur einen Stein, an den du dich erinnerst, dann wirst du wieder schlafen können. Und jetzt bin ich in Verida, in dieser Stadt, in der die Menschen so sind, wie ihr sie gemacht habt. Gut. Da gibt es keine Diebe und keine Betrüger und keine Mörder. Und was ist? Sie krepieren. Die ganze Stadt krepiert, weil hier nur gute Menschen sind. So ist es doch. Oder vielleicht nicht? Also stimmt doch unsere ganze verdammte Moral nicht. Alles, was man uns unser ganzes Leben lang gepredigt hat, ist falsch. Hören Sie auf, Manowski. Beruhigen Sie sich. Ich verstehe Sie ja. Wenn das wahr wäre, Professor, das darf doch einfach nicht wahr sein. Ja, ja, endlich begreifen Sie mich. Ja, es darf nicht wahr sein. Und ich glaube auch nicht daran. Solange noch ein Einziger lebt hier in Verida. Tag und Nacht sitze ich hier und warte. Warte, dass sie sich endlich aufraffen. Sich erinnern an all das, was sie einmal gelernt haben. Dass sie aufhören, einfach nur mit allem zufrieden zu sein. Auch mit dem Sterben. Sie sollen sich wehren. Nur einen einzigen Beweis, dass sie sich wehren. Leben wollen. Auch morgen noch leben wollen. Könnten Sie feststellen, ob Gwendolyn noch lebt? Was? Ja. Das Atmungssystem jeder Person ist mit einem Computer hier in der Zentrale verbunden. Wir können ihre Bewegungen verfolgen, solange sie atmen. Dann löscht der Computer ihre Registriernummer. Würden Sie es für mich feststellen? Wegen Gwendolyn? Wenn Sie wollen. Lassen Sie nur. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ob es richtig wäre. Ich komme jetzt zurück. Ich will weg hier. Natürlich. Nur, ich habe noch eine Bitte. Dass ich bis an mein Lebensende schweige über das, was ich hier gesehen habe, ja? Das wollten Sie wohl sagen. Keine Sorge. Das habe ich verstanden. Ich denke, wir alle, die wir von Verida wissen, werden bis an unser Lebensende darüber schweigen. Nein, ich wollte Sie bitten, sich doch ein wenig umzusehen. Ich könnte Ihnen zum Beispiel den Weg zum Strandpavillon beschreiben. Ich würde wirklich gern von Ihnen hören. Da kommt jemand! Wer? Es ist eine Frau. Sie hat ein Kind auf dem Arm. Sie geht auf der anderen Straßenseite. Hat sie sie? Nein, nein, sie hat mich nicht gesehen. Sie guckt nicht rechts und nicht links. Jetzt geht sie in das Haus da drüben. Das Gesicht hinter der Gardine ist verschwunden. Warten Sie, Professor. Ich komme gleich zurück. Wir wissen nicht, was Manowski dazu bewogen hat.
plötzlich dieser Frau nachzugehen. Der Professor versuchte alles, ihn zurückzuhalten, aber Manowski reagierte einfach nicht mehr. Er hatte sein Gerät nicht ausgeschaltet, wir hörten seine Schritte, aber er antwortete uns nicht. An den sich nähernden Stimmen mehrerer Menschen erkannten wir, dass Manowski im Haus war. Wir hatten zu diesem Haus keine Bildverbindung. Wir wussten nicht, was Manowski tat. Wir konnten nur warten. Im Hintergrund hörten wir Stimmen, ohne einzelne Wörter unterscheiden zu können, hin und wieder ein Lachen. Die Stimme von Manowski hörten wir nicht. Noch nicht. Der Professor starrte auf die Tastatur der Sprechanlage, als könne er dort etwas sehen. Die Nachricht kam, dass die U-13-Boote ihre Position erreicht hatten. Ich weiß nicht, ob der Professor die Bedeutung der Nachricht erfasste, ob er überhaupt wahrnahm, was ich ihm sagte. Später stellte ich fest, dass die Zeit des Wartens nur 15 Minuten gedauert hatte. Dann entfernten sich die fremden Stimmen aus unserem Hörbereich. Wir wussten, dass Manowski zurückkam. Noch einmal während des Gehens auf den knarrenden Dielen hielt er inne, ein paar Minuten lang. Dann schloss er leise und langsam eine Tür hinter sich. Manowski? Ich bin jetzt wieder draußen auf der Straße. Sie haben nicht mit Ihnen gesprochen, nicht wahr? Sie haben mich nicht einmal gesehen. Ich stand im Hausflur und beobachtete Sie. Sie merkten gar nicht, dass noch jemand im Haus war. Wie sind Sie? Worüber haben Sie gesprochen? Gelacht? Über dies und jenes. Ich verstehe ja sowieso nur ein paar Brocken von Ihrer Sprache. Die habe ich wahrscheinlich damals gelernt, als ich hier war. Vielleicht von Gwendolyn. Wie sehen Sie aus? Irgendwelche Symptome, aus denen man schließen könnte, um welche Krankheit es sich handelt? Oder ist keiner krank von Ihnen? Ich glaube schon. Das Kind, das die Frau auf dem Arm gehabt hatte, im Zimmer legte sie es dann auf einen Sessel. Auf dem Sofa lag ein älterer Mann. Es waren 10 Leute im Zimmer. Aber das Kind und der Mann auf dem Sofa, ja, die sahen wirklich krank aus. Beschreiben Sie es doch. Sind Sie fiebrig? Haben Sie Schmerzen? Das werde ich Ihnen dann genau berichten, wenn ich zurück bin, Professor. Jetzt muss ich Ihnen erst etwas anderes sagen, etwas sehr Wichtiges. Das können Sie nämlich nicht wissen. Das kann Ihnen auch kein Bildschirm vermitteln und kein Sprechgerät und auch Ihr Computer nicht. Ich glaube, ich weiß es. Sie können es nicht wissen. Das lässt nämlich alles in einem ganz anderen Licht erscheinen. Das dürfen wir nicht verschweigen. Was wollen Sie damit sagen? Ich habe es mir genau überlegt, als ich da im Haus war. Ich darf das nicht für mich behalten. Kommen Sie zurück, bitte. Und wenn mir auf der Rückfahrt etwas passiert, werden Sie dann reden, Professor? Ich weiß nicht, ob Sie wirklich verstehen, was ich Ihnen sagen will. Man muss es gesehen haben, in Ihren Augen, wie Sie lachen, jede Ihrer Gesten. Man hört es in den Stimmen. Was ist da noch zu verstehen? Unsere Rechnung ist nicht aufgegangen. Der Versuch ist misslungen. Menschen wie diese würden schon nach einer Generation alles vergessen haben, was in Jahrtausenden... Ich weiß nicht, ob das so wichtig ist. Und wenn es nur für eine Generation wäre. Ich bin am Ende, Manowski. Kommen Sie zurück, bitte. Natürlich, ich komme. Aber Sie müssen verstehen, dass ich unsere Sprechverbindung jetzt für ein paar Minuten unterbreche. Nur für den Fall, dass mir auf der Rückfahrt etwas passiert. Ich werde versuchen, einen Freund zu erreichen. Ich werde ihm das ganz kurz mitteilen. Denn das dürfen wir nicht für uns behalten, Professor. Dass diese Menschen glücklich sind. Ganz einfach glücklich. Verstehen Sie? Damit endete die Sprechverbindung zwischen Manowski und der Projektzentrale. Als Manowski den Entschluss äußerte, Verbindung mit jenem Freund aufzunehmen, schaltete ich das Notsystem. 5 Sekunden später zündeten die unter den Straßen der Stadt gelagerten Sprengköpfe. Ferida war nun, was die Welt seit 2,5 Jahren von dieser Inselstadt glaubte. Der Professor nahm es nicht mehr wahr. Sein Kreislauf versagte infolge der übergroßen Anspannung. Ich allein habe nun zu verantworten, was geschehen ist. Ich glaubte, diese Entscheidung
treffen zu müssen im Sinne der unbedingten Geheimhaltung, zu der Sie uns verpflichtet hatten. Ich gebe Ihnen, den Präsidenten der Weltmächte, hiermit den uns erteilten Auftrag zurück und bedauere, dass eine abschließende Auswertung des Projektes Verida nach wissenschaftlichen und politischen Gesichtspunkten infolge des erzwungenen vorzeitigen Abbruchs nicht mehr möglich ist. Das Glück von Verida von Eva Maria Mudrich. Die Regie führte Andreas Weber Schäfer. Vadim Glowna sprach die Rolle des Randolf Manowski. Hans Kaninenberg den Professor und Dieter Borsche den Berichterstatter.